Und damit willkommen zurück zu Race of Seven, fünftes Rennen der Saison, Hockenheim. Und wir starten direkt rein. Wir stehen ganz vorne, also eigentlich gar nicht schlecht. Neben Andy Prio, der natürlich dann innen startet. Kann gut sein, kann schlecht sein für uns. ja, unser Mate ist. Wo ist er? Da ganz hinten, glaube ich. Ja. 18. Das ist natürlich wieder super. Also, naja. Schade eigentlich, dass der nicht wirklich so. Man kann man natürlich nichts machen und Rennfahren ist jetzt auch nicht so leicht. Aber wenn man alleine die ganzen Punkte fürs Team holen muss, dann ist das schon irgendwie. Man kann sich direkt hier ein bisschen absetzen. Mal sehen, wie lange ich die Führung hier behalten kann. Da hat es anscheinend irgendwo ein bisschen gerumst. Vielleicht da, wo die Lücke ist, auf der Minimap. So, wahrscheinlich ungefähr so um die 12 Minuten rennen. 13, 12. Weil 6 Runden, ungefähr 2 Minuten pro Runde, meine ich mich zu ändern. Heißt natürlich auch, dass man vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit den Reifen sein sollte. Wird man gleich sehen, wie viel die in der ersten Runde verlieren. Weil in der Saison sollte man keinen Pitstop machen. Weil es sich halt nicht rentiert. Außer man hat halt echt so einen Totalschaden. Und ich glaube, man kann so rechnen, pro Runde 5% macht 30%. Das ist nicht gerade wenig. Weil da haben wir nach 70% pro viel, ja. Auch. 70% und dann wird es auch schon mal rutschiger. Schon 3 Sekunden Abstand, der gerade wieder ein bisschen zunichte geht. Ein bisschen 5 Zehntel weniger. Aber das ist nicht schlecht für die für die zweite Runde. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich für nächste Saison die CPU nochmal um einiges höher stellen soll oder nur so 1-2%. So auf 90 oder so. Oder 89. Auf manchen Strecken sind die dann halt doch ziemlich stark und auf manchen eher schwach.
Oh Gott. Ja, das kostet viel, viel Zeit. Aber gut, dass man dann halt so einen Vorsprung hat. Okay, Hälfte ist fast geschafft. Das ist ja auch schon mal was. So, also einer ist ganz weit hinten und Andy Pio hinter mir ist gleich bei mir. Aber dahinter ist auch wieder eine Lücke. Ja, ist Pio. 88, 89. Geht. Also wenn die Reifenabnutzung jetzt nicht radikal stärker wird, dann sollte das klar gehen. Safe irgendwas in der ersten Kurve. Weil da so viele dann gleichzeitig durchfahren, da passiert halt schon mal was. Ich muss sagen, fahrerisch ist die Strecke jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll. Jetzt so vom Gefühl her, in Realität ist ja nochmal was anderes, aber so vom Ingame-Gefühl her, aber sie macht Spaß. Also das wusste ich vorher, dass sie Spaß macht, aber irgendwie, in dem Spiel finde ich sie nochmal ein bisschen cooler als woanders. Vom fahrerischen her, vielleicht liegt es auch am Auto. Aber... ich bin jetzt mal so grob, um zu behaupten, in dem Spiel macht es mir am meisten Spaß, bis jetzt, mit dem Auto. Man hat halt gute Traktion und sind jetzt keine so Kurven wie in Burns Hatch, wo danach direkt so ein Hügel kommt mit einer steilen Abfahrt oder Auffahrt. Das ist... naja. Und vor allem diese erste Kurve finde ich richtig cool. Ich weiß nicht warum. So, noch zwei Runden. Man fährt halt so richtig mit Geschwindigkeit drauf zu und dann bremst man radikal ab. Und dann fährt man richtig scharf rein und es gibt so viele Möglichkeiten, diese zu fahren.
muss man einfach sagen. Vor allem, weil man ja, vor allem beim Start ist sie halt richtig spannend, weil man hat sehr viel Platz nach außen. Das heißt, das ist jetzt nicht so ein Gequetsche wie bei, ja, auch bei Valencia. Oder, Sandford auf jeden Fall. Aber es ist doch irgendwie, ja, ist einfach cool. Vor allem mit diesem leichten Bergab und in einer Kurve. Beim Fahren macht das einfach Spaß, weil man nochmal so richtig Schwung bekommt. Und auch die Schikane nach der ganz letzten Kurve. Und ich muss sagen, sogar der Teil hier, den ich eigentlich nicht so mag, mit der Dunlop-Kehre hier hinten, der macht mir auch ziemlich viel Spaß. Als einziges in dem, also nicht als einziges im Spiel, aber so von den Spielen, die ich gespielt habe, in dem Spiel als einziges. Das kostet viel Zeit. Ich finde es halt ein bisschen schade. Ja, schade kann man nicht sagen, aber so ist natürlich realistisch. Aber es ist halt immer so extrem schwer, dann wieder auf die Strecke zu kommen, wenn man danach eine lange Gerade hat. Weil dann fährt man natürlich möglichst gerade zum Streckenverlauf auf das wieder auf. Allerdings kann man dann nicht direkt, wenn man vom Gras wieder kommt, direkt drüber ziehen, wenn man Gas gibt dabei. Und jetzt habe ich aber hier. Ja. Das war abzusehen. Konzentrationsmangel. Komm, jetzt noch eine Runde, wenn ich es wieder in der letzten Runde verkacke. Nee. Und man kann hier ziemlich gut drauf Zug fahren. Und dabei Zeit gut machen. Ich meine, zweiter Platz ist auch gut, aber wenn man das ganze Rennen überführt und dann so ein dummer Fehler, das ist dann auch doof. Okay. Zumindest wieder auf dem rechtmäßigen Platz. Warum muss ich ja auch noch gegen Seat in der Teamwertung gewinnen? Und da ist einer verdammt weit hinten. Wenn man mal auf die Minikarte schaut. Das war etwas abgekürzt. Ändert, glaube ich, aber nichts am Ergebnis. Easy. Naja. Okay, Hof hat wieder ein paar Punkte bekommen. Tielemans auch. So, aber es scheinen nicht so viele Seats, wenn ich sehe. Wahrscheinlich gleich nur Seats, weil ich es verwechsel, aber. Ein paar BMWs und ein Chevrolet. Und unser Mate, ist er Vorletzter oder Letzter? Vorletzter!
hat schon wieder eine Position verloren. Hey, what the fuck? Ja, zwei Chevrolets, drei, alle drei Chevrolets. Alter, wie lange braucht der Letztplatzierte? Aber kann man zumindest jetzt sehen. Ja, ist drin. 132, schneller als sonst, meine ich. Aber das heißt, es können zwei Seats nur drin sein. Maximal. Und das würde schon mal sehr viel bringen, weil gegen BMW schaffe ich es generell, glaube ich, nicht. In der Wertung. Aber ein Seat nur. Okay. Und ein Alfa Romeo natürlich. Weil wenn man schon alleine die Punkte holt, dann will man natürlich in der Teamwertung auch, wenn man schon so weit oben ist, auch dagegen halten können. 40 Punkte. Ja. Selbst wenn ich das letzte Rennen komplett verliere, ich könnte es aufgeben und würde immer noch die Meisterschaft gewinnen. Es geht nur noch darum dahinter. Und nein, Chevrolet hat mich wieder überholt. Goddammit. Das heißt, eigentlich dürfen die Chevrolets im nächsten Rennen maximal 7 Punkte holen. Ne, 6, dann bin ich ja noch vor den. Bei 7 ist ja Gleichstand. Oh, wie schaffe ich denn das? Also es darf nur einer an die Punkte kommen. Aber selbst wenn, diesen einen Wagen mehr. Und sehr, das sind sehr viele mehr, aber. Naja, und das letzte Rennen ist dann Hockenheim. Typisches Finale eigentlich. Ist jetzt nicht unbedingt so meine absolute Lieblingskurve. Kurve. Strecke. Aber ist auch ziemlich cool. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.